Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, letztens haben wir unseren großen Freund hier, den lieben Donnerkiefer hier, wirklich zur Strecke gebracht, fertig gemacht. Der hatte übrigens keine Chance gegen uns. Okay, er hat das doch gut gehittet und... Ja, okay, es war ein fairer Kampf. War mal ein ebenwürdiger Gegner. Was ist das denn? Ist da noch Muni drauf? Hallo. Da ist noch Munition? Hä? Wir haben doch einen Scheibenwerfer gegen den eingesetzt, oder hat der mehrere Scheibenwerfer? Hat der mehrere Scheibenwerfer? Baller den einfach mal leer und dann gucke ich mal nach, weil das wird ja angezeigt. Notizbuch. Jetzt haben wir den auch endlich hier. Sehr schön. Scheibenbrecher. Donnerkiefer, hier. Scheibenwerfer. Nee, ist nur einer. Da noch was zweites? Kanone, Schweif. Okay. Aber nee, der hat nur einen Scheibenwerfer. Verstehe nicht, wir haben den doch eigentlich leer geballert, oder? Oder vertue ich mich da gerade und haben wir den gar nicht genommen? Ja, aber mir kommt vor, wir haben den genommen. Komisch. Vielleicht hat der auch zwei Scheibenwerfer, ich weiß es nicht. Ich bin kein Donnerkiefer-Experte. Wenn wir einfach mal alles mitnehmen, was wir hier und so finden. Ja! Rohstoffvorratskiste. Haben wir ja noch gar nicht. Warte, das ist mein Schärfen hier. Hier irgendwelche Kinder lang rauf und die verlassene Schlucht voller Banditen. Ja, die Kinder in der verlassenen Schlucht voller Banditen. Aha. Damit ihr hier nicht stolpern über so eine Falle. Was? Hätten wir das, die Fertigkeit geperkt, dann könnten wir die ja wieder aufsammeln, aber. Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Und ich werde das ganz sicher nicht verschwenden. Es sei denn, wir werden irgendwann zu viele Punkte haben, dass wir dann alles machen können. Dann werde ich es natürlich auch machen, aber. Im Moment haben wir andere Prioritäten. Und auch, glaube ich, richtig so. Ich bin eigentlich nicht so der, der mit Fallen kämpft. Habt ihr wahrscheinlich schon mitgekommen, wenn ihr schon ein bisschen länger dabei seid. Ja, okay. Hier ist ziemlich viel Heilung. Hätten wir vielleicht vorher einsammeln sollen. Oh, wir sind ja von einer anderen Richtung gekommen, das von dem her. Ist ja schon ganz legitim alles hier. Alter, dieser See, das, Alter, das ist panoramawürdig. Ah, schön. Tot. Ernsthaft? Okay, ich fühl mich beschämt. Soll er leben. Kleiner süßer Fratz. So. Ich komme gleich zu euch. Hier sind noch Kräuter. Die nehme ich mit. Das ist kein Heilkraut. Ja, das ist eine Feuerbrennwurzel. Siehste, ich kann die schon auseinanderhalten. Die Feuerbrennwurzel und die Heilkräuter. So, wenn wir schon hier sind, dann nehmen wir das auch mit. So, Leute. Ah, nee, das können wir liegen lassen. Da war, glaube ich, kein Heilkraut dabei, so wie ich das auf die Schnelle gesehen habe. Das ist ein Heilkraut. Hi. Nicht besonders königlich, oder? Naja, in der Not frisst der Teufel Fliegen. Gehen wir an Bord, ja? Der Teufel frisst Fliegen, alles klar. Meine Boot ist Boot. Wenn da jetzt nicht ein paar Schnappenmäuler auf uns zukommen, weiß ich auch nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da irgendwas kommen wird. Bin mir ziemlich sicher. Oder etwa nicht? Komm, ich bin mir ziemlich sicher, dass da was kommt. Du hast etwas, oder etwa nicht? Getan. Vielleicht sogar einen Krieg beendet. Oh, vielleicht. Schön. Doch mein Krieg geht noch weiter. Alter! Panorama, wie schön! Alter! Das ist geil! Neues Hintergrundbild, auf 4K hochgerendert, dann passt das schon. Alter, wie schön. Alter, ich bin gerade. Das ist Porno, das ist schön, geil. Mit dem Host-Theme im Hintergrund. Ach, ich genieße das jetzt einfach. Ich sage jetzt nichts mehr. Die Tore Meridians. Achso, ich wollte nichts mehr sagen. Rayon, klappe. Ich muss mal meinen Sound höher drehen, warte kurz. Ah. Itame, mein Bruder. Willkommen zu Hause. Du hast nichts zu befürchten. Du stehst jetzt unter dem Schutz des Sonnenreiches. Meinem Schutz.
So wie deine Mutter. Ihr wird nichts passieren. Du hast mein Wort beim Gesetz der Sonne. Aloy, dein Einfluss zeigt sich wirklich überall. Du hast Hi, alter so Freund. Viel für das Sonnenreich getan. Und ich weiß das wie immer zu schätzen. Ich danke dir. Möge das Licht mit dir sein. Schrecklich. Ich habe das hier 2 Jahre lang vorbereitet und der Rotschopf heimst die Lorbeeren ein. Ich krieg doch mein Geld, oder? Sei froh, wenn ich dich leben lasse. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Wenn wir uns wiedersehen, werde ich mich richtig bedanken. Ich versprech's. Gib dem armen Mann doch sein Geld jetzt, komm. Das ist versprochen. Alter, die Sequenz gerade, die war echt stark. Die war echt stark. Die war mega. Die Sequenz gerade, wie wir den See gefahren sind und hier angekommen sind beim Ufer. Und Awad den lieben Itamen, den kleinen König hier, begrüßt hat. Die Szene war stark, die war episch. Es reicht nicht ganz für eine Hashtag-Epic-Folge, aber die Sequenz war geil. Die Sequenz war mega. Da kriegt man ein paar Farbnäs raus. Schön, hier ist ein Händler. Aber schön, okay. Da hat sich die Nebenquest wirklich gelohnt. Finde ich geil. So, wir wollten einen Seilwerfer, haben wir letztens uns ausgedacht. Oh, Trophäe erhalten. Oh, den Überläufern geholfen. Oh, schön. Was brauchen wir denn für so einen Seilwerfer? Wir brauchen dafür ein Schnappmaulherz. Kriegen wir bestimmt irgendwann hin. Wir können mal ein paar Sachen verkaufen, oder? Komm, so viel Draht brauchen wir nicht. Wir kriegen überall immer Draht. Machen wir hin hier. Ah, nee, die verkaufe ich nicht. Das ist mir dann doch zu heikel, weil wir dann doch zu wenig haben. Okay, das können wir alles verkaufen. Ja, komm weg hier. Ich glaube, an Geld wird es uns nicht mangeln mehr in dem Spiel. was ist das hier? Oh, Donnerkieferherz. Das ist echt was wert, aber die behalte ich erstmal. Weil es gibt bestimmt irgendwann eine Waffe oder eine Rüstung, wo man Donnerkieferherz braucht. Behalte ich einfach mal beide. Mussten wir nicht eins abgeben? Wir haben erst 2 Donnerkiefer getötet. Mussten wir nicht eins abgeben? Scheint ja nicht. Okay. Hier ganz gerne Seilwerfer. Kann ich nicht 2000 Scherben drauflegen und dann lässt du das Schnappmaulherz hier ein bisschen und so, ne? Anscheinend nicht, okay. Das alles könnten wir. So ein Seilwerfer, so ein Karcher-Seilwerfer. Ne, ich hätte schon gerne die Schattenversion. Ganz ehrlich. Da warten wir drauf. So. Ach, 3200 Schritte, ja easy. apropos, wenn wir schon über Schnellreisen reden, dann... Du hast doch Schnellreisepakete, oder? Oder vertue mich da? Okay, da können wir noch voll machen. Wir haben genug Scherben, da können wir... Müssen wir nicht selber brauchen, wir holen uns einfach alle fertig. So, zwei Widerstandstränke können wir auch mal voll machen. Schatzkisten. Wo kriege ich denn jetzt das Teil? Was ist das denn? Klebebombenmunition. Karcher Sprengschleuder, Schattensprengschleuder, was? Klebebomben-Munitionspaket? Warum was Klebebomben? Was? Wie Klebebomben? Machen wir voll hier. Wie hier Klebebomben? Ja, das sind Feuerbomben, ich weiß. Auf was hat. Du solltest deine Vorräte aufstocken, bevor du weiterziehst. Ja, ist mir klar, aber. Alter, der Schaden. Welche Klebebomben? Hä? Moment, da. Munition. Klebebombe. Schattensprengschleuder. Aber wir haben doch die Feuer, die Eis und die Schock ausgerüstet. Wie rüste ich denn die Klebebomben aus? Ach! Ach nee, wir haben sie nicht unten in der Leiste. Komisch! Ja, egal, wir werden schon irgendwann rausfinden. Etwas kaufen? Das ist eine Nebenquest. Kostet doch nichts. Ich hab doch gerade bei dir gekauft. Hä? Du hast nicht mit mir geredet. Du bist keine Frau. Tut mir leid.
Was sind das da vorne für eine Nebenquest? Gucken wir einfach mal vorbei. Bessere Waren findest du nirgendwo. Ja, wir springen hier einfach vorbei. Ja, hätte ich hier auch lange hoffen können. Ich bin Aloy. Ich gehe nicht den schönen Weg. So, was haben wir denn hier? Weil wenn wir schon hier sind und hier eine Nebenquest auf uns wartet, dann nehmen wir die ran. Selbst in guten Zeiten mache ich kaum Profit. Besonders, weil ich immer so viel wie möglich den Bedürftigen gebe. Möchtest du etwas Obst? Genieß es lieber, bevor sich jemand mit dem Rest davon macht. Hat dich denn jemand bestohlen? Ja, beinahe jede Nacht. Nicht so viel, dass ich zumachen muss, aber genug, um weh zu tun. Hat der Dieb Spuren hinterlassen? Nur ein paar Schalen von Früchten am Lagerhaus. Keine Hinweise. Warum gehen die Wachen dem nicht nach? Die Wachen geben Tieren die Schuld. Doch das glauben sie selbst nicht. Sie haben wohl andere Sorgen als meinen schmalen Lebensunterhalt. Hast du irgendeinen Verdacht? Die meisten Leute hier kenne ich seit der Kindheit. Ich glaube nicht, dass sie Obst stehlen würden. Was aber ein paar andere Sachen angeht. Okay, ja, werden wir natürlich untersuchen. Ich meine, wir sind gerade hier, dann nehmen wir die Nebenquest hier doch gerne an. Aber wahrscheinlich ist es wahrscheinlich gar keine Nebenquest, sondern nur ein Auftrag. Aber egal, sei es drum. Ich kann Spuren lesen. Ich kann den Dieb suchen. Wirklich? Vielen Dank. Du könntest in meinem Lager am Fluss anfangen. Jemand muss verzweifelt sein, zu stehlen, statt einfach zu fragen. Mal sehen, was ich finde. Der Dieb hat was aus dem Lagerhaus am Fluss gestohlen. Fang die Suche doch. Ja, ist ja klar. Dann gehe ich mal auf Spurensuche. Habe ich dich gerade nochmal angemeldet oder wurde das getriggert? So, das Gericht der Sonne ist ein Auftrag. Okay. Alle viel Zeug, die wir schon gemacht haben, ist auch schön. Ach komm, ist hier nicht lange hin. Siehst du mal. Aloy, aus hier. Ich weiß, wie schnell du dich festbackst bei solchen Sachen. Da muss man echt vorsichtig sein. Hier ist ja noch eine Nebenquest. Why? Wieso sind die auf einmal so viele Nebenquests hier? Okay, dann knattern wir hier alles ab. Der unseren Sonnenkönig töten wollte? Verräter, der ganze Stamm. Alle von ihnen. Ja, ist klar. Ich arbeite den ganzen Tag, während die Adligen an ihren Gewändern. Das Fass wurde kürzlich bewegt. Na also, Spuren. Der Sonnenkönig ist zu weit. Die Ossetoff haben einen zu großen Einfluss im Palast. Was denkt er sich dabei, der war laufen zu lassen? Ja, ich weiß mittlerweile, wie man Spuren markiert. Das braucht man nicht immer hinschreiben, danke. Aber sehr sozial von dir. Da lang. Aha, den Hügel hier hoch, alles klar. So, hier mal einfach durchs Gebüsch. Einmal durch die Plantage. Was wird hier eigentlich angebaut? Mais. Sieht aus wie Mais. Ja, das sieht aus wie Mais. Alles klar, kleiner Funfact. Ja, ich achte auf sowas. Ich achte gerne auf solche kleinen Einzelheiten. Was wird hier angebaut und so. Das ist schön. Auch die Palmen hier. Das sind Palmen. Also, doch, das sind Palmen, oder? Ja, das sind Palmen. Alles klar. Ich glaube sogar. Ja, ich glaube, das sind Dattelpalmen. Ja, ich glaube, es sind Dattelpalmen. Sieht jedenfalls auch aus, die Früchte, die da dranhängen. Ich glaube, das sind Datteln. Ich glaube, das sind Dattelpalmen. Ich einfach auf sowas achte. Untersuche das Gebiet. Und Stürmer. Faules Obst. Aber die Kaninchen mögen es. Oh, da. Eine Obstspur, der ich folgen kann. Wenn ich keine Früchte im Gras übersehe. Ah, kriegen wir schon hin. Ich kann die Spur echt nicht markieren. Okay. Ups, okay. Ich kann die Spur echt nicht markieren, ich muss mir jetzt einzeln hin und her radeln, oder wie? Okay, alles klar. Okay, es geht ziemlich weit. Okay, ich laufe einfach mal in die Richtung. Was war das denn? Alter Stall. Hier ist immer noch Obst weggeworfen. Warum? Wieso wirft man Obst weg? Okay, hier geht's nicht weiter.
Wo war das letzte weggeworfene Obst? Hier? Dann geht's weiter mit dem Obst, alles klar. Als würde dir jemand eine Spur legen, damit wir da lang laufen. Als würde uns jemand ködern wollen. Schon leicht dreist, ne? Als würde jemand wollen. Okay, weg da aus dem Weg. Ich will mal gucken. Das ist mehr als eine Frucht, das ist ein Fruchthaufen. Diesmal sind es Fußspuren. Okay, da kann ich wenigstens markieren, das ist das Geile. Aber ich meine, so viele Früchte wieder liegen. Ich meine, allein dieser Melonenhaufen hier, das muss doch gut was wert sein eigentlich. Da braucht ihr mir nicht erzählen, dass das nicht riesige Verluste macht. Ich meine, so viel verdient man als Obsthändler doch eigentlich gar nicht, oder? Ich denke schon, dass das zu deutlichen Einkommenseinstürzen bei ihr kam. Seitdem die Diebstähle begonnen haben. Diebstähle? Mehrstab von Diebstahl ist Diebstähle, ne? Ja, ich glaube. Also ich bin jetzt nicht der Oberdeutsch-Pro, aber ich glaube, ja. Wieso? Immer wenn wir jemanden verfolgen, geht's nach oben. schön. Ich meine, ich würde es auch so machen, wenn ich vor jemandem weglaufe. Ey, Leute, hoch. Oh, nice. Okay. Oh nein. Der hat Probleme, wir müssen ihm helfen. Bei der Sonne, vergib mir, vergib mir. Beten bringt jetzt nicht wirklich viel. Ja, bin unterwegs. Schwierigkeiten regeln wir. Die mache ich fertig. Wir machen jetzt auch fucking viel Schaden. So, der Dulli kriegt jetzt auch noch was rein. Hallo, dreh dich schneller. Ah, verfehlt. Hi, wenn du schon da bist. Also sind drei Stück. Und diese blöden Bäume hier irritieren voll. Ach, diese Büsche hier, das ist echt dumm. Ich brauche eine freie Stelle, wie ich nach oben ziehen kann. Hi. Also ich kann ja nicht nach oben ziehen wegen dem hohen Gras. So. Komm mal her hier, Freundchen. Das war's mit dir, Kleiner. Schön auf Maisbeutel. Kein Mann, du! Ich hätte den Eisbeutel so schön treffen können. Dann halt jetzt! Aua! Komm her mit deinem Eis... Dieser dreckige Eisbeutel! Verarschen! Alter, der war habe ich voll getroffen. So, das war's mit dir. So, einer von den Dullis sollte doch sein. Ich bin noch da. Mann, wegen dem dummen Busch konnte ich jetzt nicht richtig zielen. Drei fucking Pfeile. Batz. Ja, da. Der ist jetzt nicht hochgeschwippt, ne? Du wärst so down gewesen, und zwar so wie jetzt. Drei Pfeile sollten easy reichen, er ist tot. Der kann doch nicht weglaufen, wir haben ihn ja gerade gerettet. Ich meine, wir retten ihn noch nicht ohne Sund. Da läuft er doch. Folge der Blutspur. Mann, der soll stehen bleiben, wir können ihm doch helfen. Und nein, ich habe mittlerweile aufgehört, jede Maschine auszunehmen. Weil wir haben genug. Wir haben alles, was wir wollen. Okay, ich hätte noch gerne einen Schattenseilwerfer, aber da das keine Schnappmäuler waren, passt das ja. Und ich meine, wir brauchen nicht jede Scherbe in diesem Spiel, denn wir haben genug Scherben, habe ich so gerade das Gefühl. Hi. Ich habe dich gefunden. Was hast du dazu zu sagen? Hi. Danke, Wilde. Du hast das Gericht der Sonne verhindert. Ach, schön. Was habe ich? Ich ließ das Elend Sonnenfalls vor kurzem hinter mir und wusste, dass ich nicht nach Meridian zurück kann. Also habe ich Obst gestohlen von einer Frau in Lichtenmarkt, nur zum Überleben. Doch die Grauhabichte sind das Gericht der Sonne.
Du glaubst, sie haben angegriffen, weil du gestohlen hast? Was sonst? Was, wenn ich die Frau um Verzeihung bitte? Spricht mich das frei? Rettet mich das vor den Habichten? Ich hab die Habichte erledigt. Und ja, du solltest um Verzeihung bitten. Die Frau vom Obststand ist sehr nett. Sie vergibt dir. Die Sonne hat gesprochen. Danke nochmal, Wilde. Okay. Möge die Sonne dich führen. Toll. Endlich nennt man mich nicht mehr Ausgestoßene, aber dafür Wilde. Ach, schön, oder? wo sind wir denn? Wo war Meridian? Meridian kann man doch nicht übersehen. Hier unten ist Meridian. Hier. Ich will ganz gerne zurück zum Sonnenmarkt, wenn ich ganz ehrlich bin. Da war noch eine Nebenquest. Hier. Sonnenmarkt. Hier will ich hin. So. Ist ziemlich weiter weg, ne? Wie weit denn? Was? Achso, das ist die Quest. Ich dachte mir schon, was? Kann doch nicht sein. Aber Leute, ich würde sagen, wir sind bei 21 Minuten. Das sollte für diese Folge gut ausreichen. Ich würde mal zwischen den Aufnahmen mal zurücklaufen. Und dann sehen wir uns morgen um 15 Uhr wieder bei einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. Lasst eine Bewertung da. Schreibt eine konstruktive Kritik und so weiter in die Kommentare. Ihr wisst, wie es läuft. Ich erwähne es jede Folge, aber es gehört einfach dazu zur Abmoderation. Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.